Guten Abend. Er hat es nicht geschafft. Emmanuel Macron wollte die absolute Mehrheit erreichen bei der zweiten und entscheidenden Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Ist kurz vorher noch in die Ukraine gereist, um den Franzosen fast schon flehentlich zu sagen, es reicht doch eine aus den Fugen geratene Welt außerhalb unseres Landes. Also bitte wählt eine stabile Regierung in Frankreich. Doch das ist gründlich misslungen. Das liberale Lager des französischen Präsidenten hat so knapp gewonnen, dass er nun geschwächt dasteht, eingeklemmt zwischen einer erstarkten Linken und einer erstarkten Rechten. Caroline Hoffmann. Sie waren heute vorsichtig optimistisch. Prisca Thévenot, Kandidatin für Macrons Parteienbündnis und ihr Wahlkampfteam in Meudon, einem Vorort von Paris. Doch um kurz vor acht ändert sich die Stimmung. Thévenot und ihr Team werden nervös. Das Parteienbündnis von Präsident Macron verliert laut den Hochrechnungen die absolute Mehrheit deutlich. Große Enttäuschung im Macron-Lager. Die Ergebnisse bleiben weit hinter den Möglichkeiten zurück, die wir dem Land hätten geben können. Wir sind enttäuscht, aber wir haben leider etwas damit gerechnet. In Macrons Wahlzentrale, direkt nach Verkündung der Ergebnisse, betretenes Schweigen. Allen ist klar, jetzt wird es für den Präsidenten schwerer zu regieren. Er, hier heute bei der Stimmabgabe, muss neue Partner finden, um seine Projekte wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters überhaupt realisieren zu können. Doch das wird schwierig. Denn sie wollen alles tun, um Macrons Reformen zu verhindern. Das neu gegründete Linksbündnis NUPES aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten. Sie sind voraussichtlich zweitstärkste Kraft im Parlament. Wir haben unser politisches Ziel erreicht, in weniger als einem Monat den zu stürzen, der mit so viel Arroganz versucht hat, seine Ziele durchzuboxen. Und auch von ihr wird der Präsident keine Unterstützung bekommen. Marine Le Pen und ihr Rassemblement National. Die Rechtsaußenpartei kann zum ersten Mal seit 1986 eine Fraktion bilden, wird voraussichtlich drittstärkste Kraft im Parlament. Wir haben es geschafft, die Macht von Emmanuel Macron zu schmälern. So werden wir das Land schützen vor einer einzigen Partei und einem Präsidenten, der ohne jegliche Kontrolle seine Macht ausnutzt. Für Macron wird es nun deutlich ungemütlicher, auch da mehrere seiner Minister ihren Wahlkreis verloren haben und sich aus der Regierung verabschieden müssen. Erleichterung bei Prisca Thévenot von Macrons Parteienbündnis in Meudon. Sie zieht ins Parlament ein, aber die Herausforderung wird, wie wir weitermachen, wie wir weiterarbeiten. Nicht nur für uns, sondern für das ganze Land. Zum Feiern ist Ihnen hier in Meudon auf jeden Fall nicht zumute. So, das war ein Film von Friederike Hofmann. Und jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Sabine Rau in Paris. Sabine, was bedeutet dieses Ergebnis für die Reformpolitik Emmanuel Macrons, der ja nun komplett auf die Opposition angewiesen ist? Ganz genau. Dieses Ergebnis ist für Emmanuel Macron ein absolutes Debakel und auch für seine Reformpolitik. Seine Premierministerin Elisabeth Borne hat gerade hier im französischen Fernsehen angekündigt, dass sie ab morgen eine Mehrheit, eine Majorité d'Action, eine Mehrheit des Handelns versuchen werde zu schmieden. Denn ganz recht, man braucht jetzt die Opposition und im Parlament, das ist jetzt Macrons Problem, gibt es eine extrem starke Rechte, eine extrem starke Linke und er eingeklemmt in der Mitte. Also wird er vermutlich auf die bürgerliche Rechte, die Républicains, zumarschieren. Mit denen könnte er beispielsweise seine Rentenreformen, also die Erhöhung des Rentenalters auf 65 Jahre durchbringen, aber sicherlich nicht eine weitere Schuldenpolitik, so wie er sie in den letzten Jahren hier in Frankreich betrieben hat. Also das Regieren wird für Macron ganz klar schwieriger. Und was heißt das für seine Wirkung nach außen? Nächste Woche steht der EU-Gipfel an, dann kommt G7, dann der NATO-Gipfel mit diesem Ergebnis im Rücken. Wie kann der französische Präsident nun auf internationaler Bühne dastehen?
Ja, absolut. Ist er ein geschwächter Präsident mit diesem Wahlergebnis? Wie soll er so zum Beispiel Wladimir Putin gegenübertreten? Oder als noch stärker Präsident konnte er Angela Merkel dazu bewegen, eine 180-Grad-Wende in der europäischen Schuldenpolitik mitzuvollziehen? Das wird er nicht mehr machen. Also der Lack ist ab, sowohl was den französischen Präsidenten Macron betrifft, als auch was den Europäer und den europäischen Reformer Emmanuel Macron angeht. Danke, Sabine Rau nach Paris. Das Wahlergebnis in Frankreich und die Frage, was uns das angeht. Die Meinung von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk. Na, am Ende geht aber doch alles noch mal gut bei unseren französischen Nachbarn, oder? Schließlich haben sie den liberalen Emmanuel Macron gerade wieder zum Präsidenten gewählt, wenn auch wenig berauschend und gegen eine erstarkte rechtsradikale Konkurrentin. Und bei der Parlamentswahl heute? Gut, da hat er die absolute Mehrheit verloren. Aber trotz großer Zugewinne für ein EU-skeptisches und Deutschland-unfreundliches linkes Lager und trotz einer gestärkten Le Pen-Partei rechts außen, dürfte Macron doch noch Verbündete für eine neue Parlamentsmehrheit finden. Zwei blaue Augen, was macht das schon? Eine solche Betrachtung ist blauäugig. Sie übersieht, wie viele Franzosen bei diesen Wahlen eine tiefe Abneigung gegen ihre politische Klasse, gegen die EU und auch gegen uns Deutsche als wichtigste Partner gezeigt haben. Sowohl rechts als auch links außen hat Macron jetzt nicht nur Gegner, er hat Feinde, die alles tun werden, um seine Politik zu torpedieren. Macron ist angeschlagen. Ja, es hätte noch schlimmer kommen können, aber was sich da in Frankreich gerade zusammenbraut, ist brandgefährlich. Für die ganze EU, besonders für uns. Ohne ein stabiles Frankreich als Partner kann Deutschland in Europa einpacken. Noch ist es zum Glück nicht so weit, aber die Signale sind deutlich. Wir können nur hoffen, dass es Emmanuel Macron jetzt gelingt, sein tief zerrissenes Land wieder zusammenzuführen. Sonst entsteht ein Sog, der auch uns mitreißen könnte. Denn ohne starke Freunde ist man im Europa dieser Zeiten macht- und hilflos. Die Meinung von Michael Strempel.